Ja, servus und hallo again. Hier ist wieder der Marty und wir zocken den Football Manager 19, unsere Sprint to Glory mit dem TSV Landsberg. Wir sind in der zweiten Saison, die Saison 2019-2020 beginnt. Letztes Jahr sind wir ja Sechster geworden, was ein ordentliches Ergebnis war, meiner Meinung nach. Allerdings ist der Vorstand nicht unbedingt begeistert gewesen. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen, warum der Vorstand unzufrieden ist, denn wir hatten wirklich einen sehr kleinen Kader, hatten kaum Geld zur Verfügung und sind mit dem sechsten Platz eigentlich ganz gut gefahren. Trotzdem war der Vorstand, wir können hier nochmal schauen, unzufrieden, dass ich meinen Job besser erfüllen kann. Gut, das Gehaltsbudget war recht hoch, die Ausgaben für die Gehälter waren recht hoch und da sind wir auch nicht runtergekommen, aber wir konnten auch keinen Spieler abgeben. Hätte nicht funktioniert. Wir haben jetzt allerdings folgendes Problem, und zwar von unseren Leistungsträgern konnte ich zwar mit einigen dann doch noch einen Vertrag abschließen. Wer aber definitiv weg ist, das ist Sebastian Bonfert, unser Mittelfeldregisseur, der zurückgezogene Spielmacher. Letzte Saison gesetzt gewesen, 34 Einsätze, 4 Tore, 4 Assists, zweimal Spieler des Spiels, Notenschnitt 7,14. In Landsberg eigentlich schon eine Institution. Hat da jetzt schon einige Jahre verbracht. Dazwischen ist er mal wieder bei Memmingen gewesen. Das haben wir ja öfters so. Der konnte sich nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen, wollte auch gar nicht verhandeln und ist somit weg. Dann haben wir den Oliver Schmidt verloren. Der hat 11-mal gespielt, allerdings nur als Einwechselspieler. Das können wir verschmerzen. Der Mittelfeldspieler zentral wird sich auch einem anderen Verein anschließen. Weiß nicht, ist eigentlich ein Eigengewächs, aber gut. Und der Tobias Schmidt ist auch nicht mehr da. 26 Jahre, hat allerdings letztes Jahr nicht gespielt, nur in der Vorbereitung 3 Einsätze. Den wollte ich schon in der Winterpause verkaufen, hat nicht funktioniert. Bonfert war natürlich einer der Topverdiener, das heißt, wir haben das Gehalt ein bisschen nach unten gedrückt, sind trotzdem immer noch zu teuer, sind bei 172. Das Gehaltsbudget liegt bei 165, also 172 Ausgaben. Transferbudget haben wir keins, das heißt, ich kann da nichts schieben. Trotzdem hoffe ich jetzt einfach, dass es jetzt einigermaßen funktioniert. Das heißt, wir werden auch keine neuen Spieler verpflichten, da einfach kein Geld da ist im Moment und ich auch keine Möglichkeiten habe. Die Liga selbst in der Landesliga Bayern Südwest, hier sehen wir es, hier sehen wir die Teams. Garmisch-Partenkirchen, Eichach, Wolfratshausen, Kempten, Memmingen, Illertissen, Ichenhausen, Oberweikertshofen, Olching, Kaufbeuren, Kosmos, Eisstetten, Mehring, Nördlingen, Eindling, Gersthofen, der TSV Landsberg, Türkspor, Augsburg und der TuS Geretsried. So sieht es jetzt aus. Siegerliste war ja Neuburg an der Donau. Die spielen eine Klasse höher. Wir werden jetzt versuchen, das Ganze wieder einigermaßen über die Bühne zu bringen. Was uns gelungen ist, ist auf jeden Fall eine Vertragsverlängerung von Muric Salemovic. Der war ganz wichtig, unser Top-Spieler gewesen. Letztes Jahr ja 31 Tore in 33 Spielen, 5 Vorarbeiten, Notenschnitt 7,62. War auch ganz schwierig mit ihm zu verlängern. Ist, finde ich, unrealistisch gewesen, die ganze Situation. Ist ein Landsberger, der Eigengewächs nicht, aber hat zumindest früher in Landsberg gespielt. Ist dann einige Jahre da gewesen, ist dann nach Memmingen gegangen und ist jetzt zurückgekommen und will nach einem Jahr nicht verlängern, weil er die sportliche Perspektive nicht sieht. Ich meine, wir sind immerhin Sechster geworden. Aber gut, das hat es jetzt geklärt. Er hat jetzt einen neuen Vertrag unterschrieben, verdient jetzt 21.000 Euro pro Jahr. Das ist für uns recht viel. Seinen Vertrag haben wir aber auch nur bis 30.06.2020 verlängert, also ein weiteres Jahr. Das macht aber 12% unseres Gehaltsbudgets aus. Also ich denke, die Saison wird er noch bleiben und wenn es nicht optimal läuft, dann wird er nächste Saison weg sein. Das Mannschaftsgefüge können wir auch noch schauen. Teambildung exzellent, Kaderatmosphäre Durchschnitt, Unterstützung Trainer ist gut. Die Hierarchie sieht so aus, dass Salemovic und Meichelböck die beiden Topspieler sind, wobei Meichelböck nicht begeistert ist, weil ich ihm sein Kapitänsamt weggenommen habe. Das habe ich Salimovic gegeben, der das aber haben wollte. Anzenhofer, ja, auch nicht so zufrieden. Dann haben wir noch den Flüthmann und dann einige sonstige Spieler. So, jetzt geht's los. Wir werden jetzt also simulieren bis zum nächsten Transferfenster am 1. Januar. Bis gleich. Ja, und dann sind wir auch schon am 1. Januar 2020 angekommen
Und wenn man sich die Tabelle ansieht, sieht es schlecht aus. Wir sind nämlich nur 13. Mit 25 Punkten sind wir auch nicht wirklich weit von den Abstiegsplätzen weg. Im Moment Ichenhausen mit 18 auf dem dritten Abstiegsplatz. Was ist der Grund? Der Grund ist zum einen, dass sich unser Top-Torschütze der letzten Jahre, da haben wir Salemovic, verletzt hat. Hat sich einen Muskelbündelriss in der Wade zugezogen und fällt 3 Monate aus gegen Garmisch-Partenkirchen. Bis dahin war er natürlich unser Top-Torschütze, 10 Spiele, 6 Tore. Und wenn man sich unsere anderen Torschützen ansieht, sieht man, dass Butkereit jetzt mit 4 folgt. Dann haben wir 3 Spieler mit 2, dann haben wir ein paar Spieler mit 1. Also Tore schießen ist, wenn Salimovic nicht da ist, nicht unbedingt unsere Stärke. Dann ist es natürlich so, dass wir durch die Abgänge auch ein paar Youngster integrieren mussten. Es gab auch eine Veränderung auf der Torhüterposition. Da spielt jetzt ein 17-Jähriger, der das aber sehr gut macht. Wir können mal die Noten nach Noten das sortieren. Also Salimovic ganz klar, 7,36 immer noch überragend. Hier sehen wir es, Claude Nukafu, der 17-Jährige, hat sich zum Stammtorhüter gemausert. 21 Spiele, 22 Gegentore, 7x zu 0, Notenschnitt 6,83. Also das ist schon mal sehr gut. Ansonsten mussten wir aber auch noch ein paar andere Youngster einbauen, was das Ganze schon nicht unbedingt leichter macht heute in der Saison. Und wir sehen es, wir sind am Anfang gut gestartet, sind dann total abgestürzt, bis auf Rang 13, haben dann wieder ein bisschen besser gespielt, sind dann sogar Viert auf Rang 14 gewesen, konnten uns dann hochspielen, jetzt wieder Rang 13. Also es ist recht eng, es sind eigentlich auch nur 4 Punkte zu Rang 8, allerdings auch nur 7 Punkte zu Rang 16. Ich werde jetzt in der Transferphase ja, versuchen, noch 2 Spieler abzugeben. Und zwar wird das unser ehemaliger Stammtorhüter Amelsberger sein. Der spielt keine Rolle mehr mit seinen 23 Jahren, also hat nicht mit den Jahren zu tun, aber der ist im Moment eigentlich nur noch die Nummer 3. Unser zweiter Torhüter ist Alexander Gorin, auch der ist 17 Jahre alt und macht das Ganze auch sehr gut. Dann werden wir auch den Paul Zierreis versuchen abzugeben, den Innenverteidiger. Letztes Jahr noch 10 Mal gespielt. Allerdings, ja, 7 Mal von Beginn an. Der hat dieses Jahr auch keine Minute gespielt. Spielt auch keine Rolle. Die anderen beiden mit 0 Einsätzen, das ist eben der gerade erwähnte Gorin und Fabio Pepe, der Stürmer. Der ist aber auch ein Talent. Also da sagen wir die Scouts, dass er ein großes Talent ist und nicht mehr weit vom Niveau der ersten Mannschaft weg ist. Deswegen wird es jetzt erstmal, wenn es klappt, wenn die Abgänge hinhauen, dass wir vielleicht noch einen vertragslosen Spieler holen, weil Transferbudget haben wir ja nicht. Und dann hoffe ich, dass wir das in der Rückrunde einigermaßen gedeichselt bekommen, dass wir nicht weiter runterrutschen. Ich melde mich jetzt dann gleich wieder am 1. Februar 2021. Und dann sind wir am 1. Februar 2020. Es ist uns gelungen, einige Spieler abzugeben. Also einige ist etwas übertrieben. 2 an der Zahl, die jetzt in dem Wintertransferfenster den Verein verlassen haben. Paul Zierreis, das war ja gewollt so, ist nach Lengfeld gegangen. In der Landesliga Bayern Nordwest wird er jetzt aktiv sein. Und Rainer Alrams-Eder, dessen Bruder übrigens auch bei uns spielt, hat den Verein verlassen und spielt jetzt beim BCF Wolfratshausen in der Landesliga Bayern Südwest. Also er wird gegen uns antreten. Wird da sicherlich sehr motiviert sein. Wir haben dann einen Transfer selber noch abschließen können und haben Ralf Reinhardt verpflichtet. 22 Jahre alter Torhüter, der von der Landesliga Bayern Südwest vom SV Mehring gekommen ist. Hat bisher recht gut gespielt. Damit sind wir wieder auf der Torhüterposition ordentlich besetzt, da wir ja bisher relativ viele Youngster auf der Torhüterposition haben. Finanziell ist es so, es geht wieder nach unten. Allerdings sind wir jetzt im Januar bei 112.000 im Minus. Beim Januar 2019 waren wir bei 130.000 im Minus. Also deutlich, deutlich, aber zumindest waren wir weiter im Minus. Also es geht ein bisschen nach oben. Tabellenmäßig ist es eher bescheiden. Weiterhin Rang 13, 25 Punkte. Und wie gesagt, durch die ganzen Verletzungen, durch die vielen Youngster, die wir einfach mit 17 Jahren spielen lassen müssen, weil wir einfach
keinen Kader haben, wird es jetzt schon eine knackige Rückrunde werden. Ich hoffe natürlich, dass es uns gelingt, dass wir drin bleiben in der Liga. Der Vorstand ist nach wie vor nicht von meiner Arbeit begeistert, wobei einfach nicht mehr geht in meinen Augen. Bei dem Verletzungspech oder bei dem Verletzungspech und kein Geld für irgendwelche großartigen Verpflichtungen. Wir müssen das Ganze mit Spielern von unserer Jugend auffüllen. Aber ja, schauen wir einfach mal, was geht. In der Rückrunde, der Terminplan sagt uns jetzt, dass das letzte Spiel dann am 17. Mai 2020 ist und bis dahin werden wir jetzt simulieren und ich bin gleich wieder da für euch. Ja, und dann sind wir auch schon am 17. Mai 2020, das heißt genau genommen am 18. Mai. Und wie wir hier sehen, wir haben die Saison überlebt, sind nicht abgestiegen. 39 Punkte waren es am Ende, was uns Rang 14 beschert. Das ist jetzt natürlich nicht so berauschend, aber wie gesagt, durch die Verletzungen und durch die Youngster, die wir im Kader einsetzen mussten, bin ich dann doch zufrieden, wie es gelaufen ist. Wobei man sagen muss, vom Terminplan her, dass wir am Schluss schon Glück hatten, weil wir die letzten beiden Spiele gewonnen haben und da nochmal 6 Punkte geholt haben. Ohne diese 6 Punkte sähe es nämlich anders aus. Dann hätten wir nämlich nur 33 gehabt und wären Vorletzter geworden. Aber hätte, hätte Fahrradkette, so Rang 14 und es ist vollbracht. Finanziell war die Saison natürlich wieder ein Minusgeschäft für uns. 185.000 sind wir im Moment in den Miesen. Allerdings waren wir im Mai, hier ist der Mai, im Mai vor einem Jahr waren wir bei 187.000 Miesen. Also da haben wir uns satte 2.000 Euro verbessert. Also das ist schon mal ganz okay. Von der Mannschaft her, wenn man sich die Einsätze ansieht, Lorenz Ernst, unser 26-Jähriger, schauen wir mal die Top 3 jetzt an, unser 26-Jähriger Mittelfeldmann, 33 Einsätze wieder, 3 Tore, 5 Assists, 6,86 zu 6,85, das ist solide, 66 Spiele. Zweiter war von den Einsätzen Moritz Flüthmann, 30 Jahre, auch der 32 Spiele, 6 Tore, 3 Assists, letztes Jahr war etwas effektiver. 11 Tore, 2 Assists. Dritter dann Vasilis Sarelis, 25 Jahre, auch der wieder 33 Einsätze. Unser Linksverteidiger, auch er letztes Jahr effektiver, 33 Spiele hat er 4 Assists, in der aktuellen Saison nur ein Assist für ihn. Justin Hesse, oder auch Hesse, der linke Mittelfeldmann, ist ja zarte 19 Jahre alt und hat, nachdem er letztes Jahr gar nicht gespielt hat, jetzt immerhin 30 Einsätze, 2 Tore, ein Assist. Dann schauen wir uns noch Claude Nukafu an, unser 17-jähriger Torhüter, eigentlich bei der U19 eingesetzt. 21 Einsätze, 22 Gegentore, Notenschnitt 6,83. Was gibt es sonst noch? Schauen wir mal die erfolgreichsten Torschützen an. Ja, zwei Spiele mit, ne, drei Spiele, Spieler mit 6 Toren. Salimovic. Verletzungsbedingt konnte er nur 9 Mal eingesetzt werden. Mit 6 Treffern. Flüthmann, den habe ich schon vorher erwähnt. Auch der hat 6 Tore gemacht. Und Eisenberg, Stefan Eisenberg. Stürmer zentral, der musste einspringen, der 19-Jährige, und hat in 26 Spielen auch 6 Tore gemacht. Für ihn auch die erste Saison beim TSV Landsberg. So viel dazu. Das Mannschaftsgefüge ist nicht wirklich intakt. Wir sehen sie unten, einige möchten weg. Anstenhofer, Salimovic und Meichelböck, unsere Führungsspieler. Es laufen auch zusätzlich noch einige Verträge aus, was die ganze Sache jetzt auch nicht leichter macht. Ich werde jetzt erstmal bis zum, ja, Juni das Ganze simulieren, also bis zum 30.06., also bis Ende Juni, und bis dahin hoffentlich noch einige Verträge verlängern. Ja, und dann sind wir am 1.7.2020 angelangt und beenden diesen zweiten Teil.
Ja, es war eine schwierige Saison. Jetzt müssen wir schauen, was wir in der neuen Saison erreichen können. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch einen Daumen da. Servus und bye bye.